Das letztmalige Stadtderby in der Landesliga Staffel 1 zwischen dem Lahrer e.V. und dem Spieler von Lahr ist beendet. Beide Vorstände vom alten Verein, Frank Müller vom Lahrer e.V. und Dieter Hebner. Ja, ja, wollte ich gerade sagen, von der Spielvereinigung Lahr. Es hat nochmal einen Sieg gegeben. Frank, wie du gesagt hast bei der Sponsorenbegrüßung, nochmal einen Heimsieg. Es hat geklappt, 1-0. 1-0 ist auch gewonnen, oder? Knapp aber verdienter Heimsieg, oder? Ja, so viel ich weiß, kriegt man für 1-0 auch 3 Punkte. Und es freut mich klar, dass es einen Sieger gegeben hat. Und umso mehr freue ich mich, dass der Lahrer Fußballverein war. Kollege, kannst du mit versprechen, oder? Nee, also ein Sieg war Pflicht eigentlich von beiden Mannschaften. Dann, wir sind beide jetzt oben. Der LV ist ein Punkt hinterm Tabelleführer. Und wir sind weiterhin 2 Punkte hinterm Tabelleführer Schutterwall. Und so sehe ich eigentlich die ganze Sache. Und der nächste 8 Spiele wird sich zeige, wer, vielleicht sind wir beide oben, und aber für die Konkurrenz wäre natürlich Unentschieden heute besser gewesen. Deshalb war ein Sieger eigentlich halt der richtige, das richtige Ergebnis. Kommen wir nochmal auf die neuen Vereine zu sprechen. SC Lahr ab 1. Juli 2015. Überwältigende Mehrheit waren dafür, Frank Müller. Kritische Stimmen wird es immer geben. Tradition hin oder her, mit Tradition kommt man heute nicht mehr weiter. Nee, das haben wir ja auch immer gesagt in der Zeitung, die Tradition, die lebt einfach, die steht, aber mit der Tradition, die hilft nirgends. Ja, die Tradition steht nicht unter Verkauf Bier, die Tradition steht nicht auf dem Platz. Von dem her, denke ich, haben wir alles richtig gemacht und wie du vorhin gesagt hast, überragendes Ergebnis bei beiden Vereinen, das uns auch wichtig war. Wenn es jetzt ein knappes Ergebnis gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich ins Hingestanden, hätten müssen schlucken, Mensch, hätten wir alles richtig gemacht. Und so sieht man hätte auch vom großen Umkreis und der Bevölkerung in Lahr, kriegt man guter Zuspruch. Und dass es die paar Kritiker gibt, naja, die wäre auch irgendwann verstummen, wenn wir unsere Arbeit beim SC Lahr richtig und gut fortsetzen. Richtig und gut, Fundament ist schon mal da. Von eurer Seite die Jugendarbeit, 20 Jahre, das ist ein wichtiges Fundament und man spielt nicht in der untersten Liga und das ist schon mal wichtiger Garant, dass es auch klappen kann. Ja, super. Heute haben auch im Derby 2 Jugendspieler mitgespielt von uns, die ja zur SG Lahr gehören, weil wir etwas dünne Spielerdecke haben. Unsere Mittelstürmer konnten nicht mitspielen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, gehen wir lieber auf unsere talentierten Jugendspieler. Die haben sich gefreut und die werden im nächsten Jahr mitmachen und ein großer Kader sein. Und das ist eigentlich unser Ziel, das ist eigentlich der Garant für die nächsten Jahre. Der SC Lahr, unsere Jugend, dann die gute Jugend, auch in der Breite und vor allen Dingen auch in der Spitze. Und so wollen wir dann auch unser Konzept weiterführen in der Zukunft. Mit erfahrenen Spielern und auch mit unserer Jugend. Und erfahrene Vorstände, beide machen ja weiter. Ja. Du als Stellvertreter und du als Vorsitzender. Letzte Frage, Wunsch für den neuen Verein? Ja gut, natürlich sind wir irgendwie vom Erfolg irgendwie, müssen wir damit an den gleichen Platz kommen wie jetzt im Moment. Man habe immer gesagt, wenn 4 vom LV zu uns kommen, würden wir vielleicht ganz oben mitspielen oder 4 von der Spielvereinen zum LV gehen. Und so können wir uns jetzt irgendwie die guten Spieler mischen. Ob das klappt, wissen wir nicht, aber wir hoffen es. Zum einen in der Breite, wir haben dann 3 Mannschaften, aber dass unsere erste Mannschaft dann in Zukunft natürlich oben mitspielen sollte. Denn im Moment ist LV Zweiter, wir sind Dritter oder Vierter, bleiben da oben und dann sollte halt in Zukunft der SC natürlich auch in der kommenden Runde oben mitspielen. Das ist unser Ziel und auch unser Wunsch. Der Wunsch von Frank Müller, ich habe es jetzt gesehen bei der Vorstellung, viele Leute engagieren sich jetzt, habe ich gesehen, auch die Leute sind mit Herzblut dabei. Aber dennoch dein Wunsch für die Zukunft? Ja, ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir alle Kritiker überzeugen und dass wir unseren Weg gehen, wie wir seitdem beide Vereine gegangen sind, mit einem tollen nach vorne Weg und dass wir in Zukunft irgendwo mal in den nächsten 2-3 Jahren auch sportlich bei der Herren und in der Verbandsliga anklopfen können. Das ist eigentlich unser Ziel. Ob es jetzt nächstes Jahr oder nächste Saison schon sein soll, weiß ich nicht. Für mich wäre das lieber, man würde in der Landesliga vielleicht bleiben, würde eine schlagkräftige Truppe dann auf dem Platz haben, die ja miteinander zusammenspielt. Wir würfeln jetzt so 2 Mannschaften zusammen und dann vielleicht in 2 oder 3 Jahren in der Verbandsliga hochgehen. Ansonsten wünsche ich mir gute Zusammenarbeit von meinen Kollegen, dass es nach vorne geht und dass wir wirklich was richtig Gutes auf die Bahn bringen. Okay, und ich wünsche mir vom Südbahn Zöllplatz, dass wir mal bei euch vorbeischaue. Und hat es sehr gefallen hier bei euch, auch in Lahr kann man es aushalten. Und so, das wäre es ja gewesen vom
letztmaligen Derby Laacher e.V. gegen die Spielvereinigung Laar mit 1:0 hat es geendet. Vor 600 Zuschauern fast bei dem Wetter. Tolle Kulisse. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.